Der Taksim-Platz in Istanbul. Die Ruhe wirkt unnatürlich. Die Polizei hat den Platz zurückerobert, gesäubert, wie sie es nennt. 100 Meter entfernt warten auf den nächsten Zusammenstoß. Nur wenige Stunden zuvor. Die Demonstranten werden förmlich weggefegt, von Wasserwerfern und Tränengas getrieben. Unerbittlich verfolgt die Polizei die Menschen bis in die kleinsten Gassen. Auch Grünen-Chefin Claudia Roth bekommt die Härte der Polizei zu spüren. Die deutsche Politikerin wollte sich vor Ort ein Bild machen. Und plötzlich ist sie mittendrin. Von einer Sekunde auf die andere. Von einer Sekunde. Und man konnte das ja nicht nur riechen. Zuerst konnte man sehen und dann kam sofort dieser beißende Gestank. Ist an unterschiedlichen Ecken vom Gezi-Park ist Tränengas offensichtlich gefeuert worden. Und Sie haben alles miterlebt. Ich war drin und es war wirklich schlimm. Also das war ein beißender, fürchterliche Waffe. Genau jetzt müsse man die Bürgerbewegung in der Türkei unterstützen, meint Claudia Roth bei einem Treffen mit Schriftstellern. Das, so sagen sie, sei die neue Türkei. Wir wollen unser Land neu aufbauen. Momentan erleben wir auch eine positive Stimmung, wie bei einem Open-Air-Festival wie Woodstock. Das lässt mich hoffen, macht mir aber auch Sorge, dass es eine schlimme Wendung nehmen kann. Deshalb müssen wir Ruhe bewahren. Es gibt eine neue demokratische Kultur in der Türkei. Die türkische Öffentlichkeit hat eine allgemeine demokratische Kultur und jetzt sollen auch ethische Aspekte hinzukommen. Angefangen hatte alles mit diesem Park. Gegen den Willen der Bevölkerung soll dort ein Einkaufs- und Wohnkomplex entstehen. Die Proteste dagegen währten 2 Wochen, bis die Polizei den Park gewaltsam räumte. Das Tränengas hat sich verzogen. Claudia Roth nutzt die Chance, will zum nächsten Treffen. Möglichst viele verschiedene Gruppen will sie sprechen. Und das kommt gut an. Offensichtlich ist den Menschen hier wichtig zu sehen, dass die Deutschen sich interessieren. Längst sind es nicht mehr nur junge Leute, die gegen Regierungschef Erdogan und seine harte Haltung protestieren. Erdogan führt Krieg gegen den friedlichen Teil seiner Bevölkerung. Und das ist wirklich erschreckend. Das heißt, es muss zu Konsequenzen kommen. Eines dürfen wir nicht tun, jetzt sagen, Erdogan ist Türkei. Diese Türkei hat keinen Platz in Europa, sondern wir müssen sagen, dass diese Menschen, das ist die neue Türkei, das ist die junge Türkei, das ist die demokratische Türkei. Und an deren Seite steht Europa. Doch die Türkei von Regierungschef Erdogan entfernt sich immer weiter von der EU. Erdogan stört sich an der offenen Kritik und glaubt, die EU nicht zu brauchen. Alarmierend für die Aktivisten der Taksim-Plattform, man dürfe die Türkei jetzt nicht isolieren. Europa muss die Entwicklung genau verfolgen und Druck machen für eine pluralistische Demokratie. Aber Isolation, Ablehnung oder das Abbrechen der Verhandlungen, das ist kein Weg. Immer wieder formieren sich die Demonstranten neu. Sie wissen, die Polizei wird wieder mit Gas- und Wasserwerfern kommen. Doch das hält sie nicht ab von ihrem Protest gegen Erdogan. Freiheit von Erdogan. Wir wollen uns befreien von ihm. Und dann geht es wieder los. Tränengas wie aus dem Nichts. Irgendwann ist es überall in der Luft. Ohne Gasmaske wird es schwierig zu atmen. Das brutale Vorgehen der Polizei empört Grünen-Chefin Claudia Roth. Also erstens gibt es ja ein hehres Prinzip, das heißt, bei Menschenrechten gibt es keine inneren Angelegenheiten. Das ist nicht Einmischung irgendwo, sondern Menschenrechte gelten universell, sind unteilbar. Und deswegen ist der Einsatz für die Menschenrechte überall auf der Welt eine Verantwortung von Demokraten. Für diese demokratischen Rechte wollen sie weiterkämpfen.
gegen Wasserwerfer, gegen Tränengas und gegen Erdogan.